Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, seit der letzten Aufnahme sind für mich wieder einige Tage vergangen. Ich habe wieder ein bisschen Pause gehabt, hab wieder Banished aufgenommen und so weiter. Und gestern, also während dieses Video hier aufgenommen wird, jetzt der Part kommt natürlich erst in einigen Tagen bis Wochen, aber gestern, während ich das hier aufnehme, kam das Spiel dann endlich raus für alle. Ich habe ja auch ein kleines Review-Video dazu gemacht und so. Und ich habe jetzt schon gesehen, gestern war das Spiel sogar mit am meistgespielten bei Steam, irgendwie über 60.000, und ich habe auch schon in der Freundesliste über 50 Leute, die das spielen, und in den Download-Charts bei Steam ist es ganz oben mit dabei, oder in den Gekauft-Charts, und die Metakritik, der User-Score ist extrem gut, und auch die Pressewertungen sind bisher so im 80er, 90er Bereich, was sehr gut ist. Also das Spiel, kann man sagen, ist bisher sehr erfolgreich, und das finde ich super, weil ich gönn's den Machern einfach wirklich bei Paradox Interactive und Colossal Order, dass sie da ein erfolgreiches Spiel mit haben, weil das war einfach nötig, dieses Spiel, und ich finde es einfach schön. Und mir macht es ja auch immer noch viel Spaß, und ich freue mich natürlich auch, dass noch ein paar Leute mit dabei sind. Ich habe ja auch schon erzählt, es gibt auch inzwischen einen Mod schon natürlich, seit kurz nach dem Release, der also alle 25 Teile zugänglich macht. Also es gibt ja diese 9, wenn wir die jetzt alle drei noch kriegen, hier sind wir 9. Und es gibt ja theoretisch noch drumherum überall noch eins weiter, je nachdem in welche Richtung man sich hier weiter. Also es gibt schon einen Mod, mit dem man über alle 25 Felder bauen kann. Das haben die selber, die das Spiel gemacht haben, nicht gemacht, weil die halt gesagt haben, wir können nicht garantieren, dass das Spiel noch flüssig läuft, wenn man 25 Teile hat. Insofern haben die gesagt, wir machen das nicht, aber es ist kein Problem, wenn das per Mod verfügbar gemacht wird, dass man eben auf allen Teilen bauen kann. Nur dann wird halt eben auch nicht garantiert, dass das Spiel flüssig läuft, weil es halt eben gemoddet ist und nicht von den Machern selber. Aber ansonsten, also es gibt auch schon einige Gebäudemods und so weiter, und das ist echt super. Mir macht es immer noch Spaß. So, und ich würde jetzt einfach weiterbauen hier in unserem Städtchen. Ich wollte mal so ein bisschen durchschauen, ob irgendwas möglicherweise problematisch sein könnte. Inzwischen jetzt auch auf Deutsch sind alle Texte da, soweit. Deswegen können wir wieder auf Deutsch spielen. Ah, okay. Hier ist noch ein kleiner Brandherd oder eine kleine Feuergefahr. Deswegen würde ich sagen, bauen wir hier mal eine kleine Feuerwehr noch hin, in die Nähe von dem öffentlichen Gebäude hier. So, dann ist nämlich auch da die Feuergefahr gebannt. Jetzt habe ich natürlich eine Klinik gebaut, ich Idiot. So viel dazu. Ein paar Tage nicht gespielt. Ja, ja. Feuerwehr. Die wollte ich bauen. So. Eine kleine Feuerwehr. Weil dann ist hier die Feuergefahr bei denen auch gebannt. Genau. Das sieht doch super aus. Ja, sehr schön. Okay. Da freuen die sich auch direkt und die Häuser steigen auf. Das ist super. Ansonsten brauchst du nur noch Strom da drüben, weil das eben so gemeckert hat. Nö, du hast Strom, ne? Alles super. Okay, wunderbar. Hier das Museum der Modern Art. Modern Art Museum. Wie ist denn jetzt eigentlich mit dem Meilenstein? Okay, wenn wir 36.000 haben, kriegen wir das Kernkraftwerk und noch ein neues, neuen Stadtteil, beziehungsweise einen neuen Kartenteil. Dann würde ich sagen, holen wir uns entweder den da oder den da. Aber wir haben ja auch jetzt noch mehr als genug Platz zum Bauen. So, hier wollte ich eigentlich erweitern, hier wollte ich weiter bauen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir da unten die Müllverbrennungsanlagen haben und auch das Kraftwerk, dass wir also da nicht so richtig weit bauen sollten mit den Wohnhäusern zumindest. Aber ansonsten können wir ja eigentlich, frei walten. Das war jetzt natürlich schon wieder das falsche Straßenbautool. Damit wollte ich bauen. So, da wollte ich dran, und ich denke mal, hier werde ich einfach dran gehen, sozusagen, an diese Kreuzung. So, ne, dass wir da rangehen. Und der geht dann einfach noch nach hier rüber. Und der geht dann drunter durch nach da unten. So. Haben wir nämlich hier zumindest schon mal die Anbindung an alle vier Teile. Und man kann natürlich jetzt, wenn man möchte, noch dazwischen Straßen ziehen, um dort zu bauen. Oder man macht zum Beispiel hier diesen hier. So, einmal an den Gleisen vorbei, darum. Und dann kann man zum Beispiel noch von hier aus in das Viertel rein und bis nach dort. So, ne, das soll ja auch nicht zugleich werden und so, ne, das soll ja immer ein bisschen unterschiedlich sein. Da könnte man zum Beispiel noch einen schönen großen Park hinklatschen, sehe ich gerade. Würde sich natürlich anbieten hier. An der Straße, wollte ich gerade sagen, aber das Gefälle ist hier zu steil. Da können wir gar keinen Park bauen, weil das zu steil ist. Na gut, dann gibt's halt keinen Park. Aber einen kleineren vielleicht, ja, ein kleinerer geht. Geht denn der auch vielleicht? Der geht auch. Dann würde ich da noch einen Park hinsetzen, so. Hat natürlich jetzt keinen Strom, ist klar. Und ja, wir brauchen lustigerweise immer noch Büros. Hatten wir das nicht schon seit Ewigkeiten immer nur gebaut? Immer nur Büros gebaut? War das nicht was? Naja, okay. Ja, und ansonsten bauen wir nochmal weiter. Ich freue mich natürlich, dass ihr jetzt auch inzwischen alle spielen könnt und auch fleißig dabei seid.
Und ich freue mich aber natürlich auch, dass immer noch welche auch Lust haben, bei mir mit weiter zuzuschauen und ich hier nicht plötzlich ganz alleine sitze. Das wäre ja etwas schade gewesen. Wir haben halt kaum Nachfrage jetzt gerade nach irgendwas, aber hier an den dichten Straßen mache ich auf jeden Fall noch Büros hier. So, die können ja ruhig hier noch dran. Genauso hier unten an der Küste, da ganz hinten, da werde ich keine mehr bauen. Hier so ganz am Rand, das möchte ich nicht. Genauso wie hier, da werde ich wahrscheinlich auch nichts mehr bauen. Aber ansonsten können ja ruhig noch Büros hin. Irgendwo macht es auch gerade dick, bing, bing, bing. Wahrscheinlich hier drüben noch, oder? Na, weiß ich gar nicht. Wo ist jetzt noch bimmelt? Und hier drüben natürlich, da kommt auch noch die Erweiterung. Das ist ja alles schon geplant, aber hier fahren auch inzwischen schön viele Autos schon, das finde ich ja super. Auch hier, die hatten wir ja schon vor langer Zeit fertig gemacht, der Bahnhof steht ja auch schon, also auch das muss nur noch befüllt werden. Ist eigentlich ganz cool. So, wie schaut's aus bei euch? Seid ihr alle zufrieden soweit? Ja, ne? Ist alles gut. Okay, dann würde ich jetzt hier noch ein bisschen erweitern. An Gebieten. Wir expandieren ja eigentlich auch relativ schnell. Also ich baue halt immer die ganze Zeit neue Gebiete und neue und teile neue Sachen zu und so. Und dadurch wachsen wir halt sehr schnell eigentlich. Auch wenn dann jetzt gerade nicht so Bedarf ist, baue ich einfach weiter. Und es kommen ja auch Häuser, die nehmen sich das schon, wenn sie es brauchen. Und solange man von allem ungefähr gleich baut, wird es früher oder später gebraucht, weil die ja... Dann kommt da wieder, kommen wieder mehr Wohngebäude, dann wird auch wieder mehr Industrie nachgefragt zum Beispiel oder sonstiges. Also wenn man das eine baut, wird wieder mehr von dem anderen gebraucht und dann ergibt sich eben, dass man dann irgendwie alles braucht. Macht das Sinn? So, hier hinten bei dem Kraftwerk werde ich mal nur Gewerbe bauen, dass die sich nicht beschweren, weil es irgendwie zu laut wird oder so. Wasser sollten die haben, ja, das haben sie auch. Und ansonsten, dann würde ich sagen, können die hier bauen. Und wir haben ein neues Gebäude. Ja, wir können, genau, wir können ja jetzt neuerdings einen Hafen bauen und auch einen Frachthafen. Da müssen wir allerdings schauen. Oh, das, was ist das denn hier? Außerhalb der Staatsgrenze. Keine Routenverbindung möglich. Gebäude muss an der Küste platziert werden. Ah, okay, hier sehe ich so Routen. Ah, okay. Also wir können ja irgendwo an der Küste das bauen. Aber halt hier ist die Höhe überall so hoch. Also es muss irgendwo sein, hier zum Beispiel, da ginge es jetzt irgendwo mal. Hier geht es zum Beispiel. Also es muss relativ tief gebaut werden. Oder zum Beispiel hier könnte man es auch irgendwo hinbauen. Man muss halt auch schauen, dass man genug Anbindungen hat. Also man muss ja auch Straßenanbindungen haben und man muss auch die Möglichkeit haben, dass sie da eben fahren können. Also hier zum Beispiel würde es gehen. Oder aber können wir auch hier draußen eigentlich am Fluss? Können wir auch, oder? Also man muss, glaube ich, beachten, ich glaube, da hat man sehr viel, da gibt es sehr viel LKW-Verkehr dann auch, wenn man so einen Hafen baut. Und da muss man eben drauf achten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen Hafen hinbaue. Ich weiß halt nicht, ob der an eine Straße gesetzt werden muss. Keine Routenverbindung möglich, Gebäude muss an der Küste platziert werden. Wir können es ja mal testen. Wir bauen mal einen normalen Hafen. Und den setzen wir mal einfach irgendwo, wo es geht. Zum Beispiel hier hin. Und gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir den gesetzt haben. Also der wird jetzt hier hingepflanzt. Und der braucht tatsächlich, ja, der braucht tatsächlich eine Straßenanbindung. Okay. Das bedeutet, wir müssen irgendwie hier hochkommen. Wir können natürlich hier noch eine zweite Küstenstraße bauen, aber irgendwann soll die natürlich auch hoch. So, so geht's aber. Doch, also man kann die hier hinbauen. Und dann wird er eben hier so angebunden. Aber ich glaube, dass sich das sehr stauen wird, weil das halt, der Hafen hat sehr viel Verkehr. Und so eine kleine Straße könnte da durchaus zu Problemen führen. Vielleicht können wir aber auch das Ganze neu bauen, sozusagen. Indem wir das, die Straße sozusagen... da dran führen. Ich weiß auch nicht, ob der nur so eine kleine Straße haben kann oder ob wir da möglicherweise... Ne, die können wir gar nicht upgraden. Kann das sein? Wenn wir die eh nicht upgraden können, ist die Frage, ob uns das überhaupt was bringt. Also, ich würde sonst halt... diese Straße, ist das eigentlich die oder ist das die andere? Okay, ne, wir haben da die verbaut. Okay. Ja, ist die Frage, ob wir damit irgendwie da dran kommen oder ob wir vielleicht sogar halt, die Straße hier lang führen, also an dem vorbei sozusagen. Ne, dass sie hier durchführt. Aber ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist, ob der dann der Verkehr sich dann hier nicht staut oder ob man das lieber macht, so wie es vorher hat. Ich glaube, man macht es lieber so, wie es vorher war. Ich glaube, dass das besser ist. Jetzt kriege ich es wahrscheinlich nicht mehr so schön hin wie vorher, aber ich glaube, das finde ich besser.
So, machen wir das so. Und dann machen wir die hier einfach irgendwie hoch. Muss dann reichen. Der muss hier, eine Anbindung muss reichen für den. Man kann natürlich auch hier noch entlang bauen, eine zweite Straße. So. Und dann ist der Hafen ja angebunden. Der braucht halt noch Strom. Das wird jetzt interessant, weil, ich meine, doch, wir können ja übers Wasser Strom zuführen. Nehmen wir einfach so machen. Oder ja, jetzt hat der Strom, also der Hafen hat Strom, Wasser braucht der anscheinend nicht, oder hat er schon. Ja, und jetzt über Schiffe besuchen und verlassen Passagiere die Stadt. Also ich kann hier auch nichts festlegen, kann keine Route einrichten oder sowas, sondern der ist einfach angebunden jetzt an die Routen da hinten. Und die fahren da anscheinend dann. Müssen wir mal schauen, ob sich hier was tut. Bin mal gespannt. Ah, okay, die verlassen die Stadt. Das ist ja super. Also die parken dort und gehen dann hier zum Hafen. Ist das richtig? Jo, das ist zum Beispiel ein Tourist. Der ist jetzt hier drin. Naja, gucken wir mal, ob da Schiffe fahren und wie die fahren. Aber das ist ja schon mal ganz gut soweit. Ah, hier ist ein Gebäude abgebrannt. Da kümmern wir uns natürlich drum. Sonst noch irgendwas, was weg muss? Momentan nicht. Hier sind weiter die Wolkenkratzer am Sprießen. Also 29.000 sind bald bei 30.000 angekommen. Wir haben auch wieder ein bisschen Bedarf. Hier hat sich schon wieder gebildet. Innerhalb von kürzester Zeit sind hier die Sachen entstanden. Aber scheint ja alles in Ordnung zu sein. Hier die Versorgung, klar. Die müssen sich jetzt erst noch bilden. Anbindungen sollten die aber haben. Wobei, eine Grundschule können die gebrauchen hier hinten. Das sehe ich schon. Eine Grundschule könnten die gebrauchen. Dann setzen wir hier eine Grundschule hin. Dann freuen die sich auch. Dann haben die da zumindest Bildung. Und eine Oberschule wird auch bald wieder benötigt. Vielleicht dann hier so hinten irgendwo. Und Uni-Zugang haben sie aber. Ansonsten. Oh, da kommen die Kreuzfahrt. Oh, hier, guck mal hier. Ein Kreuzfahrtschiff. Das fährt aber ein bisschen schräg, du. Da würde ich aber aufpassen. Da wird mir aber schlecht an Bord. So, 4 Passagiere von 100. Lohnt sich natürlich für so ein Kreuzfahrtschiff nicht. Der fährt zum Beispiel sogar leer. Aber okay, die Schiffe fahren. Müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Und der Hafen funktioniert also schon. Und man sieht auch, hier sind einige angekommen, einige Touristen. Und die, die hier parken, die wollen eben weg. Da ist das nächste Kreuzfahrtschiff. Da kommen Passagiere wieder an, denke ich mal. Also es kommen Touristen an und es gehen Touristen. Und die Dinger kommen hier am fließenden Band, kommen hier Kreuzfahrtschiffe. Allerdings relativ leer. Aber ist ja schon mal ganz cool. Jetzt tummeln sich die Kreuzfahrtschiffe und das funktioniert also schon mal. Wir können dann demnächst noch einen Frachthafen bauen. Dann kann auch die Büros und die Industrie und so weiter können dann auch bedient werden. Wobei wir ja kaum Industrie haben. Es wäre, glaube ich, sogar sinnvoller, dann hier noch einen Hafen zu bauen. Eher Kreuzungen und Verkehr, das wissen wir ja bereits. So. Ja, hier sieht es doch soweit ganz gut aus. Wir können natürlich, wenn wir wollen, hier noch in der Mitte ein bisschen was bauen. Müssen wir aber gar nicht. Ich glaube, den Kreisverkehr lasse ich mal so, wie er ist. Das gefällt mir schon ganz gut. Wie gesagt, hier an der Küste, also hier die drei können wir noch machen. Und hier das. Aber dann den Rest will ich gar nicht mehr bebauen. Der soll ruhig so bleiben, wie er ist. Dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr befüllt. Jetzt muss nur noch dieses Ding hier befüllt werden, sozusagen. Da könnte man jetzt wieder, das mache ich ganz gerne, so ein bisschen kreisstadtmäßig bauen. Ich stehe da drauf, so ein bisschen, also den zum Beispiel anzubinden und dann vielleicht von, ja, ist der genau parallel dann? Nee, ne? Ah, doch, sogar fast. So, den dann hier so rumzuführen sozusagen. So, dann ist der auch angebunden, der kann ja ruhig hier noch weitergeführt werden. So. Und dann können wir hier wieder füllen. Da haben wir wieder ein kleines Dreieck sozusagen mit Gebieten. Da kann er wieder Büro hin. Warum wir aber eigentlich nur Bürobedarf haben, das ist mir auch immer noch ein bisschen rätselhaft, weil wir inzwischen so viel Büro haben. Wir haben ja fast nur noch Büros. Wir haben ja gar keine Leute mehr. Aber wir haben immer Nachfrage nach Büros und kaum Nachfrage nach Wohngebieten. Aber Wohngebiete jetzt auch wieder ein bisschen. Also, hier wird auch wieder Wohngebiet natürlich zugewiesen. Und hier werden wir natürlich jetzt so ein bisschen um die Gleise drumherum bauen müssen. Da müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Aber das finde ich ja schon mal ganz gut, dass wir einen Hafen haben. Und immerhin schon 22 Passagiere letzte Woche. Hier kommt wieder ein Kreuzfahrtschiff an mit 9 Passagieren. Also das lohnt sich kaum, mit so wenig überhaupt zu fahren. Aber es gibt ein bisschen Touristenkontakt hier. Und die strömen dann direkt in die Stadt rein. Das ist eigentlich ganz cool. So. Dann würde ich, glaube ich, hier noch ein langes, gerades Viertel machen.
So ein bisschen parallel zu dem anderen. So entlang quasi. Ne, ist jetzt relativ lang, aber kann man ja machen. Dann kann ich ruhig hier noch eine Straße rübergehen. Eine kleinere vielleicht. Machen wir mal eine kleinere. So, dann haben wir da noch eine Anbindung rüber. Hier entstehen die nächsten Häuschen. Hier drüben kann auch weiter bebaut werden. Das ist wunderbar. Rund um unseren Park hier oben. Da drüben gibt es Stromprobleme. Ah, okay, hier ist keine Stromanbindung mehr zu unserem Busdepot. Aber ich denke, das wird jetzt bald kommen, sobald die hier bauen. Also wenn die bauen, dann sollte der Strom jetzt überschlagen. Wenn die noch fertig sind, dann sollte eigentlich das Stromnetz weitergehen. Aber noch geht es nicht weiter. Na komm, erweiter dich ein bisschen, Stromnetz. Sonst muss ich nämlich hier rüber. Oder wir machen von hier aus jetzt. Das geht auch. Oder wollt ihr hier drüben noch? Dann bauen wir hier mal noch ein, zwei Häuschen. Dann sollte es eigentlich überschlagen. Dann brauche ich nämlich die Stromleitung nicht mehr. Das wäre eigentlich ganz gut. Wollt ihr da noch eben bauen, bitte? Wärt ihr so lieb? Ah, die freuen sich schon. Okay, jetzt ist sowieso übergeschlagen. Na gut. Also dann lassen wir den kleinen Ding noch. Ah, jetzt ist sowieso ganz übergeschlagen. Na gut, dann kann das auch weg. So. Die sind angebunden. Perfekt. Also das ist eigentlich ganz cool. Da muss man nämlich immer weniger davon bauen. Ich habe auch schon gesehen, also es gibt schon sehr viele Leute, die sehr coole Städte bauen. An sich, mir gefallen meine Städte, so wie ich die baue. Aber es gibt natürlich Leute da draußen, die richtig krasse Sachen bauen. Und ich habe auch schon so ein bisschen eigentlich habe ich die Idee auch. Könnte ich eigentlich heute mal starten. Also wenn das Video kommt, ist das vielleicht schon gestartet. Kranke Bürger, warum seid ihr krank? Am Wasser kann es nicht liegen, am Abwasser kann es nicht liegen. Bodenverschmutzung könnte sein. Könnte sein, Bodenverschmutzung. Habt ihr denn Krankheitsversorgung? Ihr habt hier hinten kaum Krankheitsversorgung. Natürlich, dann würde ich mich auch beschweren. Das nächste Krankenhaus ist da oben. Dann würde ich sagen, kriegt ihr hier unten generell mal. Also das ganze Gebiet hier unten kriegt dann mal ein Krankenhaus. Muss ich nur mal schauen. Hier können wir das hinsetzen. Jawohl, dann haben nämlich alle, die da unten sind, ein Krankenhaus. Das wäre eigentlich sowieso mal ganz gut. Friedhofanbindung habt ihr eigentlich alle, ne? Da müsst ihr euch nicht beschweren. Krematorien sind auch in Ordnung. Wir können aber natürlich auch hier für euch noch eins bauen. Direkt neben dem Krankenhaus ist immer gut. Also wenn das Video online kommt, ist es vielleicht schon passiert, aber ich habe gerade so ein bisschen Lust, so wie bei Anno 2070 die Wochencontest, sowas auch in, ja, ist ja gut, sowas auch in City Skylines zu machen. Wer baut die schönste Kreisstadt? Wer baut die schönste Stadt nur mit gering besiedelten Wohngebieten und so? Ich glaube, das mache ich mal so ein bisschen, so wie die Wochencontests bei Anno, das hat doch immer Spaß gemacht. Euch, ihr hattet dann, also jetzt gerade am Anfang natürlich in den ersten paar Tagen, da spielt sowieso jeder erstmal und will eine möglichst große Stadt hochziehen, aber irgendwann wird so ein Spiel dann auch langweilig, man hat alles mal gemacht und so, man hat nicht mehr so den Anreiz und da ist es dann ganz cool, so einen Wochencontest zu machen. Wo man also sagt, ja, baut doch mal eine Kreisstadt und wer die schönste Kreisstadt baut, der gewinnt dann eben und so, ne? Das hatten wir damals bei Anno gemacht. Muss ich nur schauen, die Safe Games sollte man eigentlich weitergeben können, insofern sollte das eigentlich kein Problem sein, so wie bei Anno das zu machen. Wäre eine coole Idee auf jeden Fall. Überlege ich mir mal was. Und wie gesagt, wenn das Video kommt, vielleicht habe ich es dann sogar schon gemacht. Oh, jetzt kommen sogar schon 40 Passagiere mit einem Kreuzfahrtschiff, ne? Mal gucken, ob hier nicht. Ja doch, hier wuselt es direkt, seht ihr? Also jetzt kommen richtig viele hier. Drei nur, da 20. Teilweise sogar, die Kreuzfahrtschiffe parken sogar ineinander. Und fahren durch den Hafen, sehr cool. Also, Grundschule haben wir hier gebaut, Krankenhaus haben wir hier gebaut. Der Verkehr fließt auch jetzt hier. Finde ich auch eigentlich ziemlich cool, wie der Zug hier so durch die Stadt fährt. Weil ich meine, das hat man ja auch in echt öfter mal, ne? Also klar, wenn du hier natürlich in dem Apartment da wohnst, direkt neben den Gleisen, da freust du dich natürlich. Aber das gibt's in Köln, das gibt's in New York, das gibt's überall. Hier ist sogar ziemlich knapp gebaut worden mit dem Hochhaus, aber es geht noch. Und ich finde, es sieht cool aus, wie so der Zug dann da durch die Stadt fährt. Wenn dann mal einer kommt, müssen wir mal gucken. Man wartet und dann kommt natürlich keiner jetzt. Da hinten steht das nächste Hochhaus, direkt neben den Gleisen. Doch, da fährt ein Zug. Es sieht doch cool aus hier, wenn der so an den Häusern entlang fährt. Ich mag das. Und ach so, eine Sache noch, die ich jetzt eigentlich auch noch machen wollte, die ich jetzt gar nicht gemacht habe, weil ich nicht dran gedacht habe. Und zwar Buslinien umfärben und sowas. Ich wusste nämlich am Anfang gar nicht, dass das geht. Und dann habe ich immer vergessen, das zu machen. Also zum Beispiel hier, der Bus fährt auf der Linie 619. Und wir können jetzt zum Beispiel Linie 619 in orange färben. So. Und dann sind alle Linien, die auf dieser, alle Busse, die auf dieser Linie fahren, haben dann direkt die orangene Farbe. Und dann erkennt man also schon von Weitem, was das ist und vor allem auch an der Farbe, an der Linie an sich. Also man sieht direkt, wo die Linien sind, weil ich hatte ja schon mich mal beschwert irgendwann, dass alles blau ist. Aber nee, man kann die Sachen färben, das war mir nur nicht so richtig bewusst. Ich wusste, dass man umbenennen kann, aber nicht, wie man färbt oder dass man färbt.
Und jetzt zum Beispiel hier ist die Linie 429. Die können wir dann zum Beispiel lila machen oder so ein bisschen pink machen. Dann fahren die Busse pink. Also dadurch wird natürlich zum einen das Stadtbild bunter und man sieht auch sofort, wo die Linien sind. Und das ist natürlich ganz cool. Da habe ich vorher nicht so dran gedacht. Haben wahrscheinlich schon hunderte Leute geschrieben inzwischen. Hier zum Beispiel Linie 777. Die können wir dann mal gelb machen. Dann wird es richtig schön bunt hier in der Stadt. Auch beliebig, das ist das Beste, was man machen kann, wenn man irgendwas färben kann, diese Farbtabelle einzugeben, mit der man alle Farben machen kann. Besser geht's eigentlich gar nicht. Also, die können beliebig eingefärbt werden, die Busse. Zum Beispiel kann man dann auch nur pinke Busse durch die Stadt fahren lassen. Ich finde es schon ganz cool, wie sie es hier erweitert und es ist ja auch weiterhin Bedarf nach Büros und so weiter. Und wir sind inzwischen aber schon bei 30.000. Also, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's dann weiter bei City Skylines und ich werde jetzt gleich mal vielleicht so eine Contest-Idee starten, habe ich Bock drauf. Fand ich eigentlich eine gute Idee. Das kann noch bebaut werden. Ansonsten ist alles gut soweit, ne? Ihr seid zufrieden? Okay. Hier unten noch Wohngebäude. Und dann denkt man immer, ja, noch das, noch, noch das, noch, noch das, noch. Aber man muss ja auch immer mal Schluss machen. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Bis dahin, weiter, ich bin raus. Aus City Skylines. Bye, bye. Hey, es gab eine Sonnenfinsternis. Mal ganz ehrlich, alle so, boah, das gibt's nur alle paar Jahre, das ist übelst gefährlich, die Leute werden alle blind, das Stromnetz bricht zusammen wegen der Solarenergie und da habe ich nichts mitbekommen.